So, meine Freunde, ein herzliches Willkommen hier zu einem neuen Video, in dem ich ein paar Hydra-Runs vergleiche mit euch, und zwar mit verschiedenen Equipment-Teilen und mit verschiedenen Pushs. Hier zum Beispiel am Anfang komplett ohne Pushring und ohne Elementarkraftstein, den ich damit benutze. Wir hatten da, glaube ich, auch noch keinen fürstlichen Z-Effekt, muss man dazu sagen. Und dafür haue ich aber rein Fische, Taus, DGA und das Eisdrachen-Elixier. Wichtig, ich habe hier noch keinen fürstlichen Z-Effekt, ne? Das ist auch noch wichtig zu sagen. Weil in einigen der letzten Videos wurde gefragt, ob ich nicht mal Hydra zeigen könnte mit ohne Push quasi, also ohne. Und das habe ich einfach mal gemacht. Ich habe jetzt ein bisschen verglichen. Wir haben, wie ihr im Thumbnail auch sehen könnt, einmal natürlich auch mit Max-Push gespielt. Einmal habe ich mir für einen Clip oder einen Teil einen Eistali plus 139 geliehen, den ich aktuell auch geliehen benutze, bis der Herr ihn wieder haben möchte sozusagen. Ja, und das hier ist aber noch in meinem Equipment, allerdings ohne den fürstlichen Z-Effekt. Das heißt, da fehlen nochmal 10% Magie-Nahkampf-Angriff. Ja gut. Dafür kann ich aber schon trotzdem theoretisch ohne Push, also ohne Push-Ring, also ohne Nasar und ohne Elementarkraftstein laufen, wenn ich Fische, Taus und DGA reinhaue. Sprich, umgekehrt könnte es also auch gut gehen, wenn ich mir einfach irgendeinen Push-Ring anziehe und dafür einfach keine Fische und kein DGA reinhaue. Sollte also auch schon funktionieren. Was ich sehr gut finde, vor allem wenn man wirklich mal auf eine Sache verzichten kann, sprich entweder DGA verzichten oder auf Push-Ring verzichten, ist schon richtig nice. Klar, ich habe jetzt hier Eisdrachen-Elixier genutzt. Das Ding ist ja jetzt nicht, das wächst ja nicht auf Bäumen oder so, aber nochmal zu vergleichen war das, glaube ich, ganz nett. So, dann habe ich hier gar nichts drin, außer die 2% Crit durch dieses komische Blumensamen-Event. Gut, 2% Crit ist jetzt nichts. Und ich habe, glaube ich, einen 5%, wie heißt das? Unten links, das Ding, Energiekristall drin, 5er Energiekristall drin. Dafür aber gar nichts drin, kein Crit-Tau, kein Push, kein DGA, kein Pushring, kein Elementarkraftstein, gar nichts. Ich laufe nur mit dem Eistali plus 139, das im direkten Vergleich einmal. Das ist halt ultra sexy, damit zu laufen, weil man muss einfach, ich habe keine Kostüme, keinen Pushring, gar nichts, kein Push drin. Man kann einfach Hydra laufen, ohne was reinzuhauen. Das ist so Premium, das ist richtig, ich weiß nicht, da muss einfach nur reingehen. Ich glaube mich auch gar nicht mehr vor der Hydra aus, um den Push zu sparen oder so. Ich kann mich einfach vorne hinstellen, warten, bis der Hydra-Cooldown vorbei ist und wieder reingehen. Das ist halt wirklich sehr Premium. Das Ding ist natürlich, ein Eiszelt bis 139 kostet leider unglaublich viel. Und ja, ich habe dann wurde natürlich gefragt, ob ich den kaufen möchte. Ja, keine Ahnung, Alter, so viel von habe ich nicht. Und ich habe auch keinen Bock lang, irgendwie anderthalb Jahre dafür zu fahren oder ein Jahr zu fahren, wenn ich jetzt, sagen wir mal, jeden Monat irgendwie 500 Won oder so farme. Was theoretisch realistisch ist, wenn ich wirklich Hydra ohne Push laufen kann, dann ist das sehr relativ realistisch. Weil dann muss ich einfach jeden Tag einmal Hydra durchkloppen und schaffe im Monat vielleicht 500 Won. Mein Eisteil plus 20 wäre, keine Ahnung, der ist relativ gut, der Eisteil plus 20, den ich habe. Der wäre vielleicht 1,7 bis 2000 Won wert. Ja, das, ich habe trotzdem keinen Bock, ehrlich gesagt, so viel zu farmen, aber ich kann ja mal hören, was ihr in den Kommentaren so sagt. Der wäre nämlich zum Verkauf, der 139er Tali. Ja, mal schauen. Jetzt habe ich nochmal einen kurzen Clip mit als Live-Part. Da bin ich mal kurz raus. Das seht ihr im Video. GDF anmachen. Push rein, 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 anbuffen. Das Ding rein. Und dann schauen wir mal, was jetzt wird. Ich hoffe, ihr habt jetzt nichts vergessen. Junge! Was, Alter? Was? 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 Jetzt habe ich Ohnmacht drin. Ist egal. Digga, dieser Damage, Alter. Ah.
Junge! Junge! Was ist das? Was ist das? Guck dich den Riss an. Guck dich das an. Alter. Alter. Einfach ZA-Phase komplett wieder übersprungen. So, Freunde. So, GDF anwaffen. Overspeed rein. Erstmal müssen wir kurz jetzt hier die Hydra richtig auseinandernehmen. Also richtig auseinandernehmen. Moment. Jetzt geht's richtig schnell. Also geheiratet habe ich auch, ja. Aber jetzt kommen wir gleich. Dankeschön, Dankeschön. Junge! Ei, 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 ei. Uff. Absolut wild. Absolut wild. So, das waren die beiden Live-Parts. Einmal mit Full Push Solo, einmal Full Push mit Yayaro zusammen. Das war natürlich sehr Premium. Das war, hat echt Bock gemacht. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen Vergleiche ziehen und könnt ihr gerne kommentieren, was ihr davon haltet, wie es aussieht, bla bla und so weiter. Ein Eisteil muss ich mir überlegen. Mal gucken. Danke fürs Zuschauen. Auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Peace und out.